Sehr geehrter Mr. Jamshid Fakhreddinpour, Sie haben die Green Card Lotterie gewonnen. Maman, ich gehe nach Amerika! Wir gehen nach Amerika! Obwohl wir nicht wissen, wer er ist, weil dort alle vollkommen gleich aussehen, haben unbestätigte Quellen bestätigt, er plane unerkannt in die USA zu kommen, um den Dschihad zu uns zu bringen. Hier spricht Ihr Kapitän. Wir befinden uns nun im amerikanischen Luftraum. Hallo, Akbar! Flugsicherheit, Hände hoch! In Ordnung, Mister. Jamshid. 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 Shit. 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 Sagen Sie einfach Jim. Helfen Sie mir mit Ihrem Beruf. Oh nein, Sir, Sie müssen nicht um Hilfe rufen. Wir kommen in Frieden. Willkommen in Amerika. Er ist gar nicht radikal. Unsere Drohnen haben diese Aufnahmen von ihm gemacht. Er ist Verkehrspolizist. Zuckerwatte ist seine Schwäche. Er hat den Iran verlassen und ist nach Los Angeles gezogen. Ich bin nicht in diesem Land hier, um Wachmann zu sein. Ich will ein amerikanischer Held werden. Dann hat die Suche ein Ende. Ich bin Jimmy. Jimmy Westwood. Wie Clint Eastwood, aber Westwood. Der Grund, wieso ich Sie engagieren will, Jimbo, ist, dass ich glaube, meine Frau könnte eine Affäre mit einem Araber haben. Und am besten erwischt man einen Araber mit einem zweiten Araber. Richtig guter Punkt. Aber Sir, ich komme eigentlich aus dem Iran. Manche Leute sind wirklich genauso dumm, wie sie aussehen. Ich werde tief untertauchen. Ich bin bestimmt gekreuzigt. Wir führen bald einen Krieg gegen den Iran. Und das hätten wir nie geschafft ohne Sie und Ihre Inkompetenz. Dankeschön. Das war kein Kompliment. Na dann, nein, danke.